Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Milz Projekt. Ja, Milz ist richtig sehr gut. Ich muss nur gerade gucken, ob wir da richtig geguckt, richtig das gecallt haben. Wir wurden hier einfach angegriffen am Spawn. Sag mal, wer macht das denn? Also Spawncam, das sollte einfach verboten werden. So. CD-Seite. Банан, здорово, нахуй, давай показывай, где тут на две звезды кому насосать можно. Банана? Ой, блядь, алло, нахуй, банана. Банана! Алло, блядь. О, ман. Ich spiel mal hier mit der Box, oder? Ah, Bombe ist A. Rufen wir mal direkt rüber. Aber die halten noch ein Sekündchen aus, wenn sie das nicht sogar da beenden. Grüne rasiert er ordentlich durch. Wir haben die Bombe auf jeden Fall vor. Ah, das ist sehr schön. Vom Spawn. Sehr schön. Ich hab's mir nämlich gedacht, wenn die da einfach alles einmal da umlaufen haben und der Gegner da nicht ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er bei uns da auftauchen wird. So, was machen wir? Komm, wir gehen auf eine M4. Und wir haben einen guten Spawn, um eventuell B da durchzupieken. Schau mal, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt auf den ersten Kontakt gehen. Blau ist da vorne auch noch. Da haben wir ganz kurz nachladen. Au! Okay, dass er mir da den Running Headshot gibt, damit habe ich nicht ganz gerechnet. Bin ich ehrlich, dafür habe ich mir die M4 auch eigentlich nicht gekauft. Fairerweise, ich hätte hier auf der Brücke, hätte ich den einen schon töten können. Oder müssen. Dann ist leider unser ganzes Team ein bisschen umgefallen. Ich eingeschlossen. Was ein bisschen unpraktisch war. Leider fehlt mir ein bisschen die Erfahrung hier auf Milz, wo man gut spielen kann. Da links unten spiele ich sonst gerne mal mit einer AUG oder so. Und er macht einfach seinen Ace fertig. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und in Anbetracht dessen, dass wir gerade gekauft haben und jetzt eine Echo machen müssen. Wobei ich sogar zwei Echos eigentlich machen müsste. Das ist ein kleiner Tilter. Bin ich ehrlich. In front of B. Oh, wir sehen die Bombe aber auf A. Leider kommt man hier nicht leise runter. Oder ich weiß es einfach noch nicht. Mate ist da leider ins Wasser gelaufen. Gelb hat das zum Glück auf dem Schirm.
Dann gehen die wahrscheinlich jetzt Richtung B. Landing on B. Last one on B. Scout. Okay, let's go. Nice, nice, my man. Ganz wichtig, dass wir den im Spawn gehört haben. Und dann muss man kurz gucken, ob der links durchgeht oder rechts durchgeht. Sehr schön. So, wir können auch noch irgendwem legen. Dann legen wir dir. M4 on the ground. Aber irgendwer nimmt die M4 noch mit. Ich möchte die nicht umsonst gekauft haben. Okay, sehr schön. Eine Mitte-Defense aus Orange. Fairerweise sehen wir gerade auch hier absolut nichts. Side. One is low. Fuck, Mann, ich war am Sprechen. Das ist kacke. Im Gegensatz dazu, wenn man irgendwie im Team spielt und dann irgendwie im TS oder Discord oder meinetwegen auch Skype oder Teams, whatever seid, ist einfach, dass ich ja meine Hand ein bisschen anders halten muss. Und der macht wieder ein Ace. Was ist denn mit dem Typen los? Ja, okay. Oh, wir haben nicht großartig Geld. Er kann auf jeden Fall komplett kaufen. Er konnte komplett kaufen. Machen wir da einfach mal mit. Ist alles gerade ein bisschen sehr bitter, was hier läuft. Also den Einspieler hätte ich auf jeden Fall haben müssen. Ist da close. Und ist close. Ich wollte nämlich sagen, der andere kommt wahrscheinlich jetzt von hinten, aber ja, er hat leider gegen 5 gespielt. Bin da leider in so einer kleinen Putt-Situation da. Jetzt ist halt gerade das Problem, dass hier am laufenden Band reingekauft wird. Das ist nicht ganz so knorke. Aber naja. Wir gucken mal, ob wir in der Mitte gehen können. Ob wir da was reißen können. Er ist blind. Er ist blind. Ich piek das allererste Mal in die Mitte. Und er gibt mir einfach. Like, er hat sogar die Hand da vor seinem Gesicht, weil er blind ist. Wenn ich jede Runde da stehen würde, okay. So, macht das meinetwegen. Anders einfach nicht. Wieso gibt er mir da? Womit habe ich das verdient? Halt. Er wurde einfach gemessert. Er wurde einfach gemessert.
Aber das kannst du doch keinem erzählen, dass er mir da blind gibt. Die Flash von denen war einfach useless, aber er gibt mir trotzdem. Wie lächerlich ist das denn? Ach Mann, das tiltet mich. Go, go, go. Das ist echt Bullshit. Da würde mich tatsächlich echt mal interessieren, ob der komplett blind war oder noch was sehen konnte. In front of B. Smoke rein. Ach man, Alter. Vielleicht hat er mich einer gesehen, wie ich in die Smoke wieder reingegangen bin. Ja, wir kassieren ja gerade am laufenden Band, ey. Leute, bitte. Also die Flash da ist ärgerlich gewesen, gebe ich zu. Wir probieren es nochmal Richtung Mitte. Wenn wir da vielleicht den Kill bekommen. Das ist echt ärgerlich. Wir hatten leider gefühlt auch nur die eine gute Runde, ne? Könnte noch einer sein. Landing on A. Bitte sag mir, der hat das. Let's go. Nehmen wir die Ava noch einmal mit. Können wir zum Glück auch mal 4 Kills machen. Let's go. Ja, kriegst du eine M4. Können wir jetzt gucken, ob wir den Mittelspieler mit einer Ava hitten können. Das wäre ganz nett. Eben, als er uns ja komplett blind gegeben hat, hatten wir ja auch den ersten Schuss. Sagen, dann muss mittlerweile auch irgendwer mal die Bombe aufheben. Wir haben uns da halt komplett überrannt. Kann halt auch schon wieder nicht sein. Alle sterben. Wir holen nur 2 Leute da weg. Ich meine, es hat geklappt mit der Ava da in der Mitte. Der hat uns einen Hit mitgegeben. Weil wir auch echt spät geschossen haben, muss ich dazu sagen. Aber das kann so halt nicht sein. Die Mates müssen leider auch mal langsam ein bisschen absteppen hier. Und sehe ich da ein bisschen schwarz. Wie treffe ich da denn gar keinen? Ach, der stand hinten rechts, okay. Auch schon wieder niemanden geholt, ey. Das kann's doch nicht sein. Nice, aber noch jemand genau scoped.
Wenn dieser 72 in 3 einfach 4 Hits kassiert oder wenn da einfach 2 Headshots durchgehen, ne? Es wäre so geil. Aber so halt leider nicht. Dann probieren wir da einfach nochmal ein bisschen durchzupushen. Das nützt ja alle nichts, ne? Wenn wir defensiv spielen, verlieren wir, weil wir einfach scheinbar im kompletten Team die Aim-Duelle verkacken. Hat mich auf jeden Fall auch gesehen. Ach, da stand einer close, der kommt mich messern. Ach, ist das ärgerlich. Ich hätte auch nicht hingehen sollen. Ich dachte irgendwie, dass es schon wieder 4 gegen 2 fürs Gegnerteam ist. Aber wir waren in der Überzahl, wir können die kommen lassen. Wir sind 2 Leute, wir können 2-2 einfach bespielen. Ja, das war einfach cocky von mir auch. Einfach safe spielen. Ich kann die Waffe mitnehmen, ich habe eine AK. Warum soll ich da vorne hingehen? Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass da einer steht mit dem Messer, ey. Aber wer steht denn da auch? Also, for real. Aber egal, Team hat die Runde geklatscht. Sehr, sehr schön. Letzte Runde der ersten Hälfte. Hm? Wollen die? Aber auf jeden Fall. Das ist schon hier rechts durch. Panicked geschossen. Die hatten da noch eine Awe, Mann. Ich wusste leider nicht, dass er gesmoked ist. Jetzt hat er einen Step gemacht, das sollten die jetzt gehört haben. Ja, ja, schafft er nicht. Ich meine den No-Scope da nochmal. Wir sind die KDA verbessern. Ich habe auch sehr Glück mit dem Headshot, dass er keinen Helm hatte. Denn die AUG tötet euch mit einem Headshot nur, wenn ihr keinen Helm habt. Das gleiche mit der M4. Sowohl der geschalldämpften als auch mit der nicht geschalldämpften. Das ist dann immer so ein bisschen verwunderlich, weil eigentlich auf der T-Seite kauft ihr euch immer einen Helm. Auf der CD-Seite kann man argumentieren, ob man dafür gehen will oder nicht. Wenn die ganzen Gegner AKs haben, dann kann man überlegen, dass man sich die 350 spart, weil... Warum? Sollen wir Richtung B gehen. A können wir uns generell sehr, sehr früh hören. Mal gerade hier gucken, ob hier einer piekt. Kriegen wir den nicht down? Ach Mann, ich hätte beide minus 40. Wenn da einfach mal beide in den Kopf gehen oder so, danke für den Assist. Das hier gekauft wird, ist schon wieder so scheiße, ne? Aber wir müssen mitmachen.
So ärgerlich das auch ist, aber wir müssen da mitmachen. Hier nehmen wir mal kurz die Waffe in der Hand, weil jemand hier schon sein könnte. Ah, fuck. Habe ich zu lange gebraucht. Au! Ja, die haben leider echt gutes Aim. Die haben gutes Aim und, leider das etwas schwächere Team. Ich werde mir jetzt auch nicht kaufen. Nächste Runde kann ich für eine Dings gehen. Für eine AK. Wir sollten denen die Runde geben. Dann haben die 11. Runde. Und danach heißt es eigentlich immer Dings hier kaufen. Aber wir wollen auf dem Win spielen. Das ist jetzt extra so, dass unsere Bombe da Mitte... Ich dachte eigentlich, dass sie Richtung B geht. Blind. Wird vom Mate weggemacht. Ärgerlich. Oh Gott. Wollte gerne die AK haben. Ich hatte das verwundert, wie lange die Person erleben durfte, die einen Headshot von der Tech-9 bekommen hat. Ist nämlich ziemlich low gewesen sein. Ist ja auch immer für die No-Scopes geht, ey. Die pushen da durch. Oh, der ist ja doof. Die hätten ruhig wieder 3 gegen 1 mit dem Messer bespielen können. Okay. Ich bin gerade am überlegen, ob ich für eine Glass Cannon gehe. Komm, wir probieren es einfach, was soll's. Gehen für die Glass Cannon in der Mitte einmal. Entweder klappt das oder eben nicht. Ich bin alt, ey. Ich bin so alt. Also vor einigen Jahren hätte ich da noch 10-mal abgedrückt. Aber halt leider jetzt nicht. Ich habe einfach auch viel zu lang keine Ave mehr gespielt. Also echt, wenn ich mich da zurückerinnere, zu Zeiten, wo ich eigentlich mehr die Ave gespielt habe als die AK oder M4, whatever, hätte ich den noch 10-mal getötet. Ich hätte den getötet, hätte noch einen Rückwärtssaldo gemacht, hätte das noch kurz ins Spiel programmiert. Dann wäre alles easy. Aber so kann es natürlich auch sein, dass ich einfach nicht schnell genug drücke. Jeder hat einen Gegner, der stärker ist. Können mit uns spielen, weil sie ja eh die Runden haben. Und der letzte wird eh Series spielen. Wir haben die Bombe in der Mitte verloren, ist das, glaube ich, ne? Ja. Auf einmal so fett die Karte. Vielleicht bräuchte ich die so in-game. Könnte ich auf jeden Fall besser erkennen, wo etwas ist. Schade. Ich hätte ihm das Ace gegönnt. So, dann haben wir jetzt eine AK und Rüstung und müssen damit jetzt mal delivern. 8 Runden wäre schon eine knackige Ansage. Leider haben die halt auch einen sehr guten Spieler, der schon 2 Aces, glaube ich, gemacht hat. Na
aber auch komplett weiß die ganze Zeit, ey. Ich habe gehofft, dass ich den vorderen wenigstens noch töten kann, bevor ich sterbe. Der ist grün da hinten geblieben. Boah, das hätte mit dem Messer fast geklappt. Komm, zwei One-Taps. Oder so? Schon, der war low. Schade. 14 AP. Ah, oh, das ist bitter. Ja, solche Runden müssen leider auch mal sein. Aber ansonsten haben wir doch eigentlich recht gut gespielt. Wie gesagt, ich ärgere mich da nicht drüber, weil genauso werde ich immer hier so einen haben, der hier durchcarried. Oder zwei haben, die durchcarryen. Ist ein Geben und Nehmen quasi. Solange ihr euren eigentlichen Rang nicht bekommt, oder solange ihr besser spielt als den Rang, den ihr gerade habt, und ich behaupte einfach mal, dass ich besser spiele als Gold 2, werde ich auf Dauer gewinnen. Wenn ich eine gute Performance zeige, dann ist die... Oder ihr könnt das ganz einfach sehen. Wir machen mal simple Mathematik. Ihr habt ja theoretisch bei jedem Mitspieler eine 50-50-Chance, ist er gut oder schlecht. So, aber ihr habt die dann ja in eurem Team nur viermal. Weil ihr nehmt ja quasi 20% aus eurem Team, nehmt ihr raus, pro Spieler 20%, nehmt ihr die 20% raus, die von euch kommen, weil ihr ja sagt, ihr spielt besser als der Schnitt da gerade. Das heißt, es können ja nur noch 80% eurer Mates reininten. Und bei den Gegnerteams können es 100% sein. So, jetzt mal ganz doof gesagt. Aber das bezieht sich auf jedes Competitive-Spiel. Wenn ihr besser spielt, oder wenn ihr von euch behaupten könnt, ihr spielt gerade besser als der aktuelle Rang, den ihr habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass ihr auch gewinnt. Sonst wäre es ja irgendwie Quatsch. Ich glaube, ich habe mich zwischenzeitlich auch schon wieder ein bisschen verhaspelt, aber egal. Solange ihr besser seid als euer aktueller Rang, werdet ihr climben. Und wenn nicht, dann wird es halt ausgeglichen sein. Ihr werdet schon feststellen, wenn ihr irgendwann mal, ich wollte gerade Stuck sagen, aber das hört sich auch nicht so nett an. Aber wenn ihr an dem Rang angekommen seid, wo das Spiel euch sieht oder wo ihr auch skilltechnisch hingehört, dann wird es immer mal sein, dann habt ihr gute Runden, dann habt ihr schlechte Runden, dann ist das immer recht ausgeglichen. Wie gesagt, ich behaupte einfach mal, dass Gold Nova 2 nicht mein Rang ist. Ich hätte wahrscheinlich auf, keine Ahnung, AK getippt. Vielleicht Doppel-AK, weiß ich nicht. Hat sich ja alles mal so ein bisschen verschoben seit CS2. Ja. Egal. Davon abgesehen, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Ich habe zumindest versucht, ein bisschen passend zu spielen oder anzupassen. Wenn ich gewartet habe auf einen Spot, das wäre Quatsch gewesen. Die waren einfach besser als wir, muss man einfach mal so sagen. Darum ein bisschen nach vorne pushen, vielleicht so ein 1 gegen 1 suchen. Weil ich war mir recht sicher, dass ich da besser bin als der Großteil aus dem Gegnerteam. Und wenn wir da schon mal jemanden rausnehmen können, dann haben wir einen Vorteil. Haben wir einen Massenvorteil. Dann können wir nämlich zum Beispiel immer traden und dann soll bei uns einer immer übrig bleiben. Aber naja, hat nicht immer geklappt. Egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt was mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.